Dann holen wir mal Phoebe zurück. Und auf geht's. Hallo, was bist du denn da? Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben, die Götter. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Ich bete mal zu DHL. Meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Wer kann ein Schelm sein? Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldner. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Okay. Brauchst du Licht? Nö. Jemand hat ihr Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie hinter die Statue bringen wollen. Hier zieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Ja, ganz kleiner Riss. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Nur der eine hier, oder? Okay, das ist bestimmt wie bei Origins, so Wein drin, der ziemlich hochprozentig ist und der dann anfängt zu brennen. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Doch.
Das war gleich der Dicke. Was? Und abgeschlossen? Hier ist ihre Beute. Okay. Geht's jetzt raus? Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr ruckelt. Zumindest eine Aufnahme jetzt nicht. Weil ich tue gerade noch rendern, gleichzeitig wieder aufnehmen. Die Fähigkeit haben wir hier noch nicht, ne? Samu ist klar, aber die Fähigkeit, diese Scan-Fähigkeit haben wir noch nicht. Gut. Achso, zum Gläubigen zurück. Mr. Gläubige. Gehen wir mal hin. Dort sind keine Götter. Nur Banditen, die den Leuten Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Oh, ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Hungrige Götter. Oh, Fähigkeiten. Höhere Stufen erreichen. Jawohl, verdiene EP, bla bla bla. Das können wir alle schon. Ihre Laufwege anzeigen und Ziele zu finden. Aha. Attentat, ja, das haben wir ja schon. Was ist das? Waffe wechseln. Ausweichen. Ja. Vergiftete Angriffe. Schattenattentat. Schaden durch Attentate und Niederschläge, wenn 20% Gegner werden nach einem Attentat automatisch geplündert. Ganz wichtige Geschichte. Stehen eigentlich unsere Punkte? Da, 0. Okay. Dann belassen wir das bei dir. Schaden, Gesundheit verbessert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Wir schauen nochmal schnell die Map. So. Die. Wir sind gerade da in der Nähe. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Da sollten wir eigentlich hin. Oh, einen kleinen Abstecher. Kraxeln da hoch wie Spider-Man. Aussicht. Geil. Schön. Fähigkeiten und dann mit auch gegrößert, einschließlich seiner Wahrnehmungs- und Angriffsmöglichkeiten. Aha. Das ist ja schön. So, können wir jetzt hier auch runterspringen? Ja. Okay, das geht immer noch nicht. Es kommt vielleicht noch irgendwann hinzu, dieser, ja, ich schon was meinen, was du bei Samu auch immer hattest. Salos. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da irgendwie hinkommen. Ja! Komm schon! So, machen wir noch eine Nebenmission. Ich glaube, die machen wir nachher. Na, wir gehen erstmal zu ihr und holen sie. Und eine Anschlagtafel. Hallo, Baba. Carlos.
Schön, schön. Da sind sie. Ich werde mich an die Malakias anschleichen. Anschleichen, ja. Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Sei leise, Phoebe. Verdenkt, was ich gedrückt habe. Im hohen Gras wird mich niemand sehen. Ich darf den Rest dieser Arschlöcher nicht entkommen lassen. Ah, da war doch was. Was denn? Was war denn? Markus ist der Nächste. Zeit, Phoebe da rauszuholen. Alexios, ich bin hier. Finde mich ja, los. Ja, ja, ich muss mal schnell plündern. Geht es dir gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phoebe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Hm. Rückblende. Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass nicht nach! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spatiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit! Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was essen wir heute Abend? Heute Abend essen wir die kleine Cassandra. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht sie. Nimm mich stattdessen. Ich schmecke viel besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg sie in ihr Bett. Natürlich, Pater. Alexios. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los.
Ruhm also. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein. Die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was genau sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod. Talos, der Söldner? Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Alexios. Bitte. Tschüss. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Ja, Kopfgeldjäger, wie Talos, dein Feindliche sollten uns die Jagd auf dich machen, solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. Normalerweise kannst du den Schiff da eines Kopfgeldes haben, das wird nur noch, okay. Söldner-Mini. Das sind doch wir. Wir sind also auch ein... Ja klar, wir sind ja Kopfgeldjäger, in dem Sinne, wir arbeiten ja für jeden, Hauptsache Geld. So, Rang 9, Rang 8, Rang 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Unentdeckt. Komisches Symbol drüber, okay. Ah, die werden wir alle noch finden, denke ich mal. Oder auch nicht. So, gibt's hier eigentlich noch was? Sammeln? Nö, ne? Abgehakt. Strand von bla bla bla. Abgehakt, okay. Huch. Weit ja nicht verfügbar. Mhm. Sami, Duris wird bei seinem Geschäft sein. Na, wir besorgen erstmal die Kohle. Alexios, schön dich zu sehen. Hallo, Duris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Marcos, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Marcos, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Doppelt ist viel zu viel. Ja, aber er hätte gar kein Geld nehmen müssen. Ja. Das hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Aber meine Familie... Es ist heiß. Ich hab schlechte Laune. Und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich? Nein. Rendern abgeschlossen. Oder deine Waren.
sagt Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Lassen wir den in Ruhe. Oder hören wir die Drachen? Malaka. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Ich sagte doch, ich habe Markus genug bezahlt. Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Schön. Geht doch. Das Geld gehört dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Doris. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Okay. Oh, was soll denn hier? Kommen, verbessern. Okay, wir können genauso wieder verbessern, das ist cool. Hab Dank. Hab Dank. Hast du was zu erledigen, Alexios? Ja. Okay. Mach mal einfach mal. Solche Fälle am ehesten in den Körpern toter Wölfe. Okay, wo gibt's Wölfe? Sind aber Hunde, ne? Jagdhund. Na gut. Das dauert noch ein bisschen. Dein Ziel ist zuerst 3 Stufen über die zur Zeit, okay. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es da nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deinem Söldner verstecken, Markus. Er bringt dich, den Krieger und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Alexios, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Doris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Wir können es uns versuchen. Das wird nicht einfach. Und es ist unsicher, ob es funktioniert.
Und doch haben wir keine andere Wahl. Dann hilfst du aber gefälligst mit. Ich mach die Drecksarbeit nicht alleine. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalinia in deine Hände gelegt. Alexia! Cassandra! Cassandra, war das nicht auch die, die wir am Anfang zur Auswahl hatten? Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Ah.